Bustransporte XXL mit Schneider. Mit dem Einzug der Elektromobilität bei Reise- und Linienbussen werden auch die Anforderungen nach Transportlösungen größer und spezieller. Mit der Entwicklung eines Spezialtiefladers, der auch für Baufahrzeuge, Traktoren und Maschinen geeignet ist, schließt das Unternehmen Schneider, bekannt in dieser Branche auch unter Schneider Plus Bus, diese Lücke im Transportwesen. Mit einer Gesamtlänge von bis zu 20 Metern stellt das Manövrieren Fahrer und Technik vor besondere Herausforderungen. Wo lag bei der Entwicklung dieses Tiefladers der Schwerpunkt? Ja, also wir haben hier von dem Tieflader, von dem neuen, einen Auffahrwinkel, den wir unter 6 Grad halten wollten, bedingt durch die Böschungswinkel, die ein Omnibus hat, vorder- und hintere Überhang immer. Damit der Bus nicht in diese Rampen reinstößt, brauchen wir diese Länge von knapp 9 Meter. Weiter dann zum Tieflader nach vorne hin. Wir haben die Möglichkeit, den Tieflader so weit auszuziehen, dass der Tieflader eine Länge hat von fast 20 Metern mit der Zugmaschine und wir können Fahrzeuge transportieren bis 18 Meter Gelenkbusse. Der Ausschub ist in Halbmeterabständen einstellbar und wir haben verschiedene Arten von Mulden hier am Fahrzeug daran, dass wir auch die Höhen einhalten können, was ganz wichtig ist, damit wir in den gesetzlichen Rahmen bleiben. Maximum, was wir überschreiten, ist halt die Gesamtlänge des Fahrzeugs. Erfordern Fahrten durch ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern besondere Genehmigungen? Und wenn ja, wie ist das geregelt? Also Genehmigungen sind notwendig. Wir haben auf dem Fahrzeug Dauerausnahmegenehmigungen für verschiedene Länder, insbesondere für Deutschland, Österreich und für Frankreich. Alle anderen Länder, wenn wir sie anfahren würden, würden wir auf Bedarf über unseren Verband, wir sind in der Bundesfachgruppe für Schwerlast- und Kranverkehre, dann würden wir diese über beantragen, die Genehmigung, und würden dann auch die entsprechende Genehmigung bekommen. Wenn sich dann 22 Räder in den Asphalt krallen und wir die Fahrzeuglänge noch einmal betrachten, sind da enge Kurven eine besondere Herausforderung? Also aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben, haben wir diesen Tieflader bauen lassen. Und wir haben hier überproportional zwar 4 Achsen, die wir an sich von der Gewichtsklasse her gar nicht brauchten, aber um das Verhalten beim Fahren besser zu gestalten, können wir hier mit 2 Achsen nachlenken. Das heißt also, wir sind beim Fahren wesentlich besser unterwegs, wie wir im Vorgängermodell waren mit einem Tiefbettaufleger. Wir können eine Achse liften, wir können nachlenken aus dem Fahrerhaus vorne mit der Fernbedienung. Das ist alles möglich. Insofern ist ein Fahren deutlich besser wie in der Vergangenheit. Wenn es havarierte Busse nicht mehr durch eigene Kraft auf den Tieflader schaffen, gerade im Bereich der Elektromobilität stellen nicht geladene Akkus doch bestimmt hier und da ein Problem dar, oder? Also wir haben hier auf dem Tieflader installiert eine Seilwinde mit ca. 30 Meter langem Stahlseil, wo wir havarierte Busse mit aufladen können. Das heißt also, das Fahrzeug muss nur rollfähig sein, ohne eigene Motorkraft. Und insbesondere aus dem Grund, dass wir Elektrobusse transportieren, kommt es häufig mal vor, dass er so tiefenentladen ist, dass wir ihn eventuell draufziehen müssten. Die Möglichkeiten haben wir und das lässt sich so, wie wir es hier dargestellt haben, jederzeit erreichen. Schneider, wir bewegen Zukunft.